Grüß euch, ich bin der Thomas Gundolf aus Höfen und ich möchte euch jetzt heute etwas erzählen, wie das heute hier anläuft. Also zuerst gehe ich und mein Kollege, der Sebastian, alle mit den Wegel und gehen nach hinten der Kirche, so eine Art Umzug nach Aachen. Und es gibt hier heute fahren auch ein paar so Traktor mit und, ja, und die Kirche sind hier auch aufgeschmückt. Ja, und ich hoffe, es wird ganz schön. Ich bin der Fellner Sebastian aus Hefe. Und ja, muss es Hitze sein, oder? Ja. Ja, Gott sei Dank, das Wetter hat ja Hitze, sieht, du hast was zum Trinken auch mit. Ja. Alles Gute an Durst, he? Das Wetter passt und einmalig einfach der Abfahrtstag. Ja. Und wir sind halt froh, dass da über nichts passiert ist und das alles schon da haben wir. Genau. Ich hoffe, dass es heute gut angeht und der Wetter Gott mitspielt. Wir sehen ausschaut so und Ding. Mir gefällt halt das halt der schöne Almabtrieb, weil das ist halt schaut aus, das ist ganz originaler Almabtrieb. Ja, wir sind Imkerei Senzenberger und der bäuerliche Betrieb Familie Huber und wir machen imkerliche und bäuerliche Produkte, alles hausgemacht natürlich und aus eigener Erzeugung und das gehört meiner Meinung nach zu einem Almabtrieb dazu. Alles was wir da anbieten, das sind Met, das ist Honig, das sind Tinkturen, wir haben Tropfen, Propolis-Tropfen, natürlich auch Salben, wir haben Sirupe, Würste hausgemacht, alles für den Magen, für die Gesundheit. Das machst du aber nicht alleine, ich sehe da zwei Damen dabei. Ja? Das machen wir nicht alleine, natürlich, das ist meine Frau, die Evelyn, die hilft natürlich tagkräftig mit den Salben und mit den Sirupe und Liköre. Und der Nebenmann, das ist die von der Familie Huber, von der Bauernschaft Huber, da mit hat's im Dorf, die macht ihre Sachen wie eingelegtes Marmeladen, Sirupe. Und die zwei Kinder, die helfen natürlich auch mit, ja, bei den Bienen und daheim ein bisschen. Schade, dass es kein Duftfang sein gibt. Jawohl! Ja, sagt er. Mahlzeit. Ah, ich esse die guten Käsespatzen, was es da drin gegeben hat. Ja. Ja, zu einem Fest muss man noch was essen, gell? Käsespatzen sind gut, die sind ein bisschen fetter, die saugen noch auf. Prost! Prost! Wem gehört denn der Hund von ihm? Ja, mir! Wie heißt denn der Hund? Das ist ja Sandro. Brave, gell? Das ist ein Brave. So wie Frauen, ja. Ja, ja. Sowieso. Der Tanz, heute kann man singen. Die ganze Nacht soll er uns wieder klingen. Almann, bei die Kirche, bei die Kalman, ja, da gibt's all ein Leben, was kann Schirmeres ganz geben, ja, da gibt's all ein Leben, was kann Schirmeres ganz geben.
Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt erwarten wir den Brandl Andreas, den Pächter der Höfener Alm. Jetzt gleich mit seinen Kierhunden. Heute ist nichts passiert, Gott sei Dank. Deswegen sind sie aufgeschmückt. Die erwarten wir jetzt gleich da unten am Schollenwiesenlift. Und wir sind alle glücklich, dass sie wieder gesund alle Hunde sind. Natürlich, was auch dazu gehört, das sind die Oldtimer-Traktoren, die was in Höfen natürlich begehrt und bekannt sind. Machen dann selber mal ein Bild davon, wie gut die ausschauen und aufgeschmückt sind. Und natürlich auch unsere Kinder sind heute da. Die kleinen Kinder, die kehren mit dazu, weil die sollen das brauchen, um aussehen und auch irgendwann einmal selber pflegen können. Vielleicht ist nur der andere Landwirt oder Landwirtin dabei. Und ja, das war's soweit jetzt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Nachmittag hier in Tau im Schollenwiesenlift. Viel Spaß noch und alles Gute. Danke. Wir sind jedes Jahr immer wieder dabei. Der Sechert-Mannschaft wird immer jünger, mehr an Nachwuchs gescheitert sind. Man sieht da einmal einen Lindner, ein JW20 heißt der. Den hat man Mitte 50, hat man die angefangen zu bauen. Und die Besonderheit an dem Traktor ist, der Lindner war der erste Traktor vor dem Steirer, der einen Allrad gebaut hat. Das ist ein ganz normaler Standmotor von einem Kompressor. Hat man auf einen Rahmen aufgebaut, ist mit Keilriemen zum Getriebe wieder antrieben. Ist dasselbe als wie das vorige Modell. Da sieht man noch schon eine Generation später, sprich der Baujahr 1956. Da sieht man, das ist eine Wachalowski-Maschine. Das ist ein V-Motor, hat auch schon der Allrad rein, ist aber noch schon kompakter. Man sieht, den hat man mit einem Block gebaut. Hat ein Wendegetriebe drin. Sieht man schon hinter nach aufgebaut, schon mit einer Hydraulik. Ist im Prinzip, man sieht, ist schon gebaut, mehr oder weniger nach von Ackerbetrieb oder wie es bei uns in Tirol oder im Auserfähre war, zum Heuben. Sprich, da hat schon die ersten Heublitze und so weiter gegeben. Und wie gesehen haben schon, der Lindner war der erste Formsteirer, der die erste Allradtraktor gebaut hat. Wie hast du? Sophie. Ja, hast du den Strauß selber gemacht? Die Mama hat geholfen. Ja. Wie heißt denn du? Lena. Die Lena mit einem wunderschönen Strauß, gell? Und ihr zwei heißt? Johanna. Sophia. Wie schreibt sie du? Johanna. Die Johanna hat einen schönen Strauß gemacht, ja, ganz toll. Und du schreibst sie? Sophia. Sophia mit auch einem wunderschönen, ganz bunten Strauß, ganz toll. Ja, grüß euch, ich bin der Almmeister von der Hefer Alm. Und
heute im Rad gefahren, 11. September. Top gewesen sind wir 77 Tage. Vom Wetter her war heute für das Viech kein guter Sommer. Es war entweder zu warm oder in letzter Zeit viel zu kalt und Schnee. Sonst ist alles gut gegangen. Früher war ein bisschen problematisch durch die ganzen Umbauarbeiten. Aber Gott sei Dank ist alles gut über die Bühne gegangen. Grüß euch, ich bin der Feiner Philipp. War heute dabei jetzt. War 5 Wochen auf der Alp oben und mir hat es super gefallen. Mit der Kia und alles, das ist einfach bärig. Passiert ist auch nichts, ne? Nein, dieses Jahr ist Gott sei Dank keine irgendwo angeflogen oder irgendetwas passiert. Das ist alles super angegangen. Ja, ich bin jetzt bei der Kia da, Gott sei Dank ist es so, weil ein bisschen habe ich bei der Kia Angst, aber sonst ist alles gut. Und Rüdiger, du bist jetzt heute von oben mit angegangen. Es geht ja auch immer ein bisschen um das, Almabtrieb aktiv mitzuerleben. Heute warst du, glaube ich, mit ein paar Leuten wieder unterwegs, weil die Gäste können mit wandern. Wie war es für dich? Danke, Erich. Es war das erste Mal heuer für mich, dass ich da mit angegangen bin mit den Viechern. Es war eine kleine Gruppe Touristen mit dabei, die es also sehr gefreut hat und die begeistert waren von dem Ganzen. Ja, es ist alles gut gegangen. Wir haben in der Mittelstation eine kleine Pause einlegen müssen, sonst wären wir zu früh unten gewesen. Und jetzt haben wir unser Bier und eine Portion Spatzen verdient.